Der bewaldete Bergrücken am Hochbürstling in den Fischbacher Alpen ist die außergewöhnliche Location eines Fotoshootings für den neuen Waldbauernkalender des Bauernbundes Bruckmürzzuschlag. Den Kalender gibt es übrigens seit 2008. Wir haben ja jetzt schon den 8. Kalender in Arbeit und wir sind fast im Finish. You're a lucky, you're a lucky. It's so hot and it's so cool. It's so hot and it's so cool. So sexy. Wir haben ganz interessante Fotos und heute, das ist natürlich ein Highlight, wenn man da auf einem Windrad oben auf 100 Meter Höhe natürlich ein Shooting machen kann, ist das schon ganz was Besonderes, glaube ich. Super Aussicht, muss ich sagen. Wer kommt auf so eine außergewöhnliche Idee? Naja, der Herr Heinzel ist natürlich ein alter Freund und Gönner des Waldbauernkalenders und er hat gesagt, oh, heuer müssen wir unbedingt bei einem auf ein Windrad laufen. Ich finde Windräder durch ihre lange ästhetische Form passen super zu Models. Karl Lagerfeld hat in Paris für Coco Chanel eine Modenschau gemacht, wo der Catwalk mit Windrädern spaliert war. Es hat schon was Ästhetisches beides. Ästhetisch, natürlich, erotisch, aber nicht zu freizügig sind die Fotos des Waldbauernkalenders 2015. Insgesamt machen 12 fesche Mädels und Burschen aus der Region bei diesem Projekt mit. Ganz ehrlich, es war eine Spaßaktion. Also ich hätte nicht einmal geglaubt, dass ich dann mitmache oder dabei bin. Ich war bei der Präsentation vom vorigen Waldbauernkalender und da haben mich die zwei jungen, hübschen Damen angesprochen, ob ich nicht mitmachen will. Fotografin Verena Kaiser hat die jungen Damen und Herren in professioneller Weise in Szene gesetzt. Es waren alle Models sehr motiviert, alle haben sehr gut mitgearbeitet, haben sich alle sehr gefreut, dass sie dabei sind vom Waldbauernkalender, weil der im Mürztal ja eine große Institution schon ist. Und ich freue mich auch sehr, dass ich ihn fotografieren darf. Ist zwar jede Menge Arbeit, aber man erlebt immer wieder Neues, so wie heute bei den Windrädern. Die meisten Models stehen das erste Mal vor der Kamera. Anita noch dazu auf einem Windrad in 100 Meter Höhe. Nein, also ich habe mich eigentlich recht sicher gefühlt. Es war für mich eigentlich überhaupt kein Problem. Ich habe es eigentlich recht lustig gefunden. Also recht cool eigentlich, so ein Fotoshooting, wenn man so richtig im Rampenlicht steht. Ja, es war ein bisschen mühsam am Anfang, aber durch das, dass man dann die Fotografin gute Tipps gegeben hat, ist dann ganz gut gegangen. Ja, also sie hat mir genau gesagt eigentlich, wie ich mich dran, nie dran soll oder wenn ich lachen soll, wenn ich ernst schaue. Und so ist ja, also es war echt voll super. Ein wesentlicher Grund für den Erfolg des Waldbauernkalenders ist der regionale Bezug. Sowohl die Models als auch die Fotografen kommen aus der Region. Und die Bilder sind in der obersteirischen Natur entstanden. Eigentlich arbeite ich immer sehr gerne in der Natur, weil man die natürlichen Lichtverhältnisse einfach ausnutzen kann. Im Rahmen der Vorstellung des Waldbauernkalenders 2015 durch den Bauernbund wird auch das Casting für den Kalender 2016 durchgeführt. Bewerbungen sind bei der Veranstaltung vor Ort möglich. Die jungen Mädels und Burschen bewerben sich nach wie vor. Und das freut dann, wenn das angenommen wird, die Idee. Und solange das so ist, werden wir das weitermachen. Ein umfangreiches Programm mit Live-Musik von der Brandl Geigenmusi, einem Disco-Betrieb in der Landjugendbar sowie der Junkerverkostung erwartet die Besucher am Samstag, den 15. November, bei der Präsentation des Waldbauernkalenders im Veranstaltungszentrum Kriegach.